Willkommen bei Zwei Flügel an diesem Karfreitag. Vor über einem Jahr erklärte die WHO den Ausbruch des Coronavirus zur Pandemie. Das hat unser Leben verändert. Wir alle gemeinsam haben Verluste erlebt, Krankheit, Angst und Unsicherheit. Wir lernten neue Herausforderungen und Rituale kennen. Wir atmen anders, dankbarer. Ein Jahr später feiern wir wieder Passion. Live-Konzerte sind immer noch nicht möglich. Auch wir waren gezwungen, uns auf eine neue Realität einzustellen. Und wir haben dabei erlebt, wir bleiben trotz allem verbunden. Danke dafür. Von Herzen. Wir freuen uns schon sehr auf echte Begegnungen. Aber auch über die Möglichkeiten, die uns Kamera und das Internet bieten. Abonniert doch unseren Kanal hier bei YouTube, das hilft uns. Wie immer bei Zwei Flügel, ihr könnt in unserem Webshop ein Ticket für dieses Konzert kaufen, wenn ihr mögt. Lasst uns jetzt innehalten und auch staunen, würdigen, was alles gelungen ist, danken. Menschen haben Opfer gebracht, waren bereit zum Äußersten zu gehen. Es hat sie viel gekostet. So geht es allen, die eine große Liebe haben. Es ist Passionszeit. Leidenschaft, Leben, der Karfreitag weiß von beiden. Schön, dass wir das jetzt gemeinsam erleben. Mit Musik und Geschichten, Gebeten und Liedern. Eine gute Stunde lang. Willkommen, ihr alle, sie alle. Und willkommen, Michael Nestler. Willkommen, wer auch immer du bist, was auch immer du glaubst, wo auch immer du dich befindest auf deiner Lebensreise, wen auch immer du liebst, willkommen. Wir beide nennen uns zwei Flügel. Der eine Flügel ist das Instrument,
Der zweite Flügel ist unsichtbar. Wir sagen gerne wie ein Schwung im Herz. Vielleicht der Schwung eines Engels. Heute kommen noch 4 Seiten mehr dazu mit Michaels Violine. Ich sehe dir an, dass du Spaß hast beim Musizieren. Wir beide verbinden Lieblingslieder und Geschichten. Wer uns kennt, weiß, dass wir sonst auch schon mal mehr Unsinn machen. Heute, jetzt, erinnern wir an die Passion von Jesus. Es ist seine Todesstunde. An das Feuer seiner Liebe. An das Geheimnis vom Kreuz. Das Christentum ist von seinem Wesen her nicht nur auf Glück aus. Es weiß, es gibt kein Leben ohne Schuld, ohne Brüche und Nebenwirkungen. Es zeigt auch die Tragik des Lebens, die Schatten, Einsamkeit, Gewalt, Enttäuschung, Verzicht, Schmerz, Vermissen, Leiden und gerade darin Gottes Zuwendung. Ein Rabbi wurde gefragt: Stell dir vor, dein Haus brennt und du könntest nur eine einzige Sache retten. Was würdest du retten? Er antwortete: Das Feuer. Jesus von Nazareth hatte eine große Passion, die Liebe. Eine Leidenschaft für das Leben, für Menschen, für Gerechtigkeit, Gnade, Zugänglichkeit. Er war Feuer und Flamme für die Liebe. Bei ihm sprang der Funke über, von Geburt an, im Leben, durchs Leiden bis zum Aufstand in ewig. Hat er das Leiden gewählt? Nun, er hat seinen Traum von Glückseligkeit gewählt und das Leiden in Kauf genommen. Er musste einfach tun, was er tat. Schon das Leben von Jesus hatte Heilkraft, nicht erst sein Tod. Wo auch immer er hinkam, kam Leben in die Welt, heilsames Leben, Leidenschaft den ganzen Weg entlang. Verletzbar war er von Anfang an. Worte, Wunder, Berührungen, Wüste und Versuchung, Fasten und Angst, Alleinsein und Menschenmenge, Ruhe und Lärm, Verleumdung, Beteuerungen und Verrat, Brut und Wein, Kreuz und Nägel, Essig und Galle, Blut und Wasser, geschwitzt und geschrien. Wir denken ihm hinterher. Er ist uns einen Tod und ein Wunder voraus. Wir folgen seinem Weg, halten inne, fragen nach dem Geheimnis seiner Passion. Wir erinnern und vertrauen. Du mit dem Feuer, wo kommst du her? Warst du standhafter Treuer oder war es einfach nicht so schwer für dich? Es scheint, als hättest du auf deinem Weg nicht einen Funken Begeisterung verloren. Du mit dem Strahlen, wie hast du es so weit gebracht? Alltag und all das Normale hat es seinen Bogen um dich gemacht. Denn irgendwie tanzt du in jeden Tag, als wär's ein neues Lied in deinen Ohren. Und ich weiß, ich beneide dich bloß, weil ich bin leidenschaftslos und du brennst. Und ich weiß, ich bin viel zu bequem, bleib weit vor dem Ziel stehen und du rennst. Du mit dem Glauben, der Berge versetzt, anstatt einzustauben, bis nichts mehr bleibt als ein kleiner, kläglicher Rest. Du hast es geschafft, nichts hat mit der Zeit aus deinem Glauben Gewohnheit gemacht. Und ich weiß, ich beneide dich bloß, denn ich bin leidenschaftslos und du brennst. Und ich weiß, ich bin viel zu bequem, bleib weit vor dem Ziel stehen und du rennst. Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin grau. Ich bin nicht kalt und auch nicht heiß, ich bin lau. Doch ich glaub, ich beneide dich nur, weil ich die Leidenschaft spür, die mir fehlt. Ich glaub, noch mehr hat die Sehnsucht geweckt nach dem, was mich ansteckt und bewegt.
dem Feuer, du hast mich neu bewegt. Jesus, der göttliche Funken versprüht, du mit deiner Passion, trotz der Anstrengung, trotz der Mühen, der langen Wege, trotz des Kreuzes. Ich habe eine Bitte. Schenk mir etwas von deiner Leidenschaft, etwas von dieser Liebe, die heilt und verzeiht, Liebe, die nichts mehr wünscht, als weiter zu lieben. Wir haben ein paar Lieder zum Mitsingen ausgesucht. Wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, macht gerne mit, da wo ihr gerade seid. Allein, zu Hause oder zu zweit in der Familie, singt laut, summt leise mit oder hört einfach zu. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Gott ist die Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Wir feiern diese besondere Stunde im Namen Gottes. Der Ewige, die Treue, ist lebendig in allen Geschöpfen. Gott hat diese Welt ins Leben geliebt und kommt mit seiner Schöpfung zum Ziel. Wir feiern im Namen von Jesus, verbunden mit uns, menschlich wie wir. Gottes Zuwendung einzigartig sichtbar geworden in Jesus. Wir feiern im Namen der Heiligen Geistkraft. Unermüdlich atmet sie in uns. Diese Kraft möge wirken in dieser Stunde, auch digital. Wir feiern und erinnern und vertrauen, Gott, liebbar geworden und nahbar, größte Hingabe offenbar geworden. Wir denken an sein Zeichen, das Kreuz, an seinen vierfachen Pfad der Liebe, Gottesliebe, Entfeindungsliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Vier Wege, die sich kreuzen in seiner Passion, in Balance in seiner Person. Das Kreuz können wir nur von Ostern her verstehen. Wir haben Glück. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Die Vertrauten von Jesus damals, Jüngerinnen, Jünger, seine Brüder, seine Mutter, waren fassungslos. Erst als ihnen der Gekreuzigte als Auferweckter erscheint, sehen sie seinen Tod in neuem Licht. Dadurch blieb es nicht beim Schrecken. Und ein Nachdenken, Einordnen, Verstehen wurde möglich. Was wir vom Kreuz sagen, ist ein Nachdenken, ein Hinterherdenken, ein Nachherdenken. Auch uns wird ja oft erst im Rückblick klar, dass in manchem Schweren etwas Gutes lag. Und auch wir wissen, je mehr wir lieben, desto verletzlicher machen wir uns. Wir denken dem Geheimnis nach, dass auf diesem Weg die Welt verwandelt wird. Immer war das Kreuz Ärgernis und Unsinn, Skandal und immer auch Hoffnung und Trost. Durch Jahrhunderte und weltweit. Nun ist das erste Wort eines alten Passionsliedes. Die Texte dieser Lieder sind gewichtig. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das Lied ist im Jahr 1938 entstanden, im Widerstand. Der Text ist von Friedrich von Bodelschwing, er war Pfarrer der Bekennenden Kirche. Nun verbinde ich mit einer Bitte. Gott,
Liebe uns in deine Liebe. Wir wollen unseren Herzen erlauben, mit den Worten, den Liedern und der Stille aufzuleuchten. Wir bieten unsere Stimmen an als Gebet für diese Welt. Jetzt, heute, hier, nun. Dem Mann von Golgatha, der in Beten Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Es gibt einen neueren Passionsfilm, den ich sehr mag, Maria Magdalena. Premiere hatte er in der Karzeit 2018. Jesus ist sehr sympathisch. Älter als in meiner Vorstellung. Der Schauspieler Joaquin Phoenix war 44, als der Film gedreht wurde. Warmherzig, sehr charmant, nahbar. Petrus dunkelhäutiger als gedacht, schwer in Ordnung. Judas sehr wütend und ganz liebenswürdig. Maria Mutter, verständnisvoll. Maria Magdalena, etwas blass, für meinen Geschmack auch etwas zu dünn, aber beispielhaft. Eine, die versteht, die in das Geheimnis des Glaubens eintaucht. Wie ist das für Sie, für dich? Erinnert ihr euch noch, wie das war, als ihr einmal einen Jesus-Film gesehen habt? Also seine Geschichte nacherzählt, sein Leben, seine Wunder, Worte, seine Vertrauten, alles nachgespielt. Und es gibt Szenen, die erinnern vielleicht an eine Bibelstelle. Andere Szenen, die malen das Ganze aus, die verdanken wir der Fantasie eines Regisseurs, der Eingebung einer Schauspielerin oder der Freiheit eines Drehbuchs. So eine Szene aus einem alten Jesusfilm rufen wir in Erinnerung. Jesus und einige seiner Jünger sehen, wie römische Soldaten nach einer Kreuzigung die Toten vom Kreuz nehmen. Der pure Horror. Man spürt die Folterqual. Die Jünger werden blass. Und Jesus lehnt sich an ein Kreuz, drückt seine Stirn an den Stamm und weint. Und dann ist es, als würde der Zimmermann in ihm übernehmen und er streicht mit seinen Fingern über das Holz. Das ist gutes Holz, sagt er. Makellose Balken, gerade aus dem Herzen des Baumstamms, kein Astloch zu sehen. Man hätte einen schönen Tisch daraus machen können. Einen Türrahmen, der in einen neuen Raum führt. Eine Krippe, schöne Dinge, sinnvolle. Aber was machen die Menschen? Ein Kreuz. Was für eine Szene. Jesus, Sohn des Zimmermanns, bewundert das gute Holz.
denkt an den Baum, den Tisch, bekommt das Grausen, wundert sich, was Menschen sich ausdenken. Immer wieder verwandeln sie Segen in Fluch und aus Gutem wird Schrecken. Kehrt um, sagt Jesus, ich kehre es um. Ich erleide es, dann überwinde und wandle ich es. Und aus dem toten Holz wird der neue Baum des Lebens. Wenn ihr mögt, singt noch mal mit. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott beten, dass auf unserer Fahrt Frieden unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, war zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Son of God was dying long ago. Als der Sohn Gottes starb vor langer Zeit. Some played dice and some knelt crying, lost and low. Spielten manche mit den Würfeln, andere weinten ganz verloren. Cynics sneered and wagged their tongues. Zynisch lächelten sie, zeigten ihre Häme. Markers mimicked funeral songs. Spöttisch parodierten sie Totenlieder. This while God's own son was dying long ago. Als der Sohn Gottes mit dem Tod kämpfte vor langer Zeit. Crowds which once had cried Hosanna lost their voice. Hell had grinned to hear Barabbas was their choice. Die Menge, die gerade noch Hosianna gerufen hatte, verlor ihre Stimme. Und die Hölle grinste, als sie hörte, dass die Menge sich für Barabbas entschieden hatte. Judas hung himself for blame. Peter hung his head in shame. While the crowds which cried Hosanna lost their voice. Judas erhängte sich, Petrus schämte sich und die Menge, die gerade noch Hosianna gerufen hatte, verlor ihre Stimme. Horror, hurt and pain found home in Mary's breast. Watching torches toll and hearing soldiers jest. Where was God to hear the cry? Why should her own Jesus die?
grief and agony found home in Mary's breast. Schmerz und Trauer breiteten sich in Marias Herz aus. Der Spott der Soldaten machte alles nur noch schlimmer. Wo war Gott denn? Hörte er überhaupt? Warum musste ihr Sohn sterben? Bittere Trauer und Qual setzten sich fest in Marias Herz. Jesus, lay your body in this sad earth's grave. Jesus, leg deinen Leib in die Mitte dieser traurigen Welt. Only one who suffers can presume to save. Nur wer leidet, kann uns retten. Aber was angenommen wurde und durchlitten, das ist auch erlöst. And hypocrisy and lies through our apathy arise. Beende unsere Scheinheiligkeit, steh auf und überwinde unser Desinteresse. Bring us the salvation which our spirits crave. Bring uns die Erlösung, nach der unsere Seele sich sehnt. Die nächste Geschichte ist aus Indien. Wenn ich an dieses Land denke, schlägt mein Herz schneller. Die Pandemie hat die Ärmsten hart getroffen. Aber jetzt sinken die Infektionszahlen seit Monaten. Ganz erstaunlich ist das. Im Süden von Indien steht ein Tempel, auf einem Hügel, schon von weitem zu sehen. Ziel von vielen, die pilgern. Menschen kommen hierher zum Beten. Sie legen kleine Gaben zu den Füßen eines Götterbildes. Eine Handvoll Reis, eine Hibiskusblüte oder Jasmin. Eines Tages bebt die Erde im Süden von Indien. Der Tempel auf dem Hügel wird davon so erschüttert, dass er ein Stück in sich zusammensackt. Aber weiterhin pilgern Menschen zu dem Heiligtum und die Gläubigen bringen ihre kleinen Gaben. Eines Tages fegt ein Sturm über den Süden. Der Tempel auf dem Hügel wird davon fast zerrissen. Noch steht das Gebäude und ist auf dem Hügel von weitem zu sehen. Aber die Götterfigur wird zu einem größeren, schöneren Tempel gebracht. Man muss sich tief beugen, um über die Schwelle in das Innerste zu gelangen. Trotzdem kommen noch immer einige Menschen hierher, um zu beten. In der Trockenzeit wird es so heiß, dass es zu großen Waldbränden kommt im Süden. Der Tempel wird an einer Seite von den Flammen verschlungen. Da wenden sich die Pilgernden endgültig ab. Der Tempel gilt ihnen als ein Zeichen des Unglücks. Er ist ein Ort des Schreckens geworden. Und so steht der Tempel leer da, auf einem Hügel, immer noch von weitem zu sehen. Da kommt eines Tages eine Gruppe von Christinnen und Christen. Sie bitten die Dorfbevölkerung, den Tempel nutzen zu dürfen, für ihre Gebete, Andachten und Feiern. Das Dorf reagiert mit Verwunderung und Neugier auf das merkwürdige Anliegen der Minderheit. Es wird diskutiert und am Ende wird er den Christen überlassen. Sie reparieren das Gebäude, gerade so weit, dass es nicht zusammenstürzt. Über die Tür schreiben sie Verse aus dem Buch des Propheten Jesaja. Dieser Mensch wuchs auf wie eine Wurzel aus trockener Erde, ohne Ansehen. Da war kein Anblick, der uns gefallen hätte. Verachtet und von Menschen gemieden, voller Schmerzen. Wir achteten diese Gestalt nicht. Doch in Wahrheit trug sie unsere Krankheiten, lud sich unsere Schmerzen auf. Aber wir hielten sie für von Gott getroffen und erniedrigt. Doch sie war durchbohrt, zerschlagen wegen unseres Versagens. Bestrafung lag auf ihr, uns zum Frieden. Durch ihre Wunden sind wir geheilt. Und auf den Boden im Innersten des Tempels schreiben sie mit weißen Buchstaben Worte aus dem Evangelium von Johannes. »46 Jahre lang ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten?«
Er aber hat über den Tempel seines Körpers gesprochen. Als er nun auferweckt worden war, erinnerten sich seine Vertrauten, dass er dies gesagt hatte. Wenn die Angehörigen der Minderheit gefragt werden, wen sie verehren, wer ihr Gott ist, wem ihre Lieder gehören und ihre Liebe, dann erzählen sie von Jesus. Er hatte keine Hoheit. Er war verachtet, wie von Gott verlassen. Er starb auf einem Hügel, von weitem zu sehen. Er war wie der Tempel, schrecklich zerstört, verschmäht und wurde dann doch wunderbar durch Gottes Kraft wieder ins Leben gerufen. Es dauerte eine Weile, bis die ersten Vertrauten von Jesus in diesem Sterben Gott entdeckten. Dass sich hier die Liebe zeigte, Gott mitleidend, für uns, im Schmerz uns nah, wir verbunden. In Jerusalem war Jesus wegen Gotteslästerung verhaftet worden, angeklagt und verurteilt. Ein kurzer Prozess. Verteidigt hatte er sich kaum, widersprochen gar nicht. Es war immer enger geworden für ihn. Er liebte weiter. Es wurde noch enger. Er liebte weiter und weiter. Noch enger. Er liebte und starb vor lauter Liebe. Für Stunden hing er am toten Holz, die übliche Methode, Verbrecher hinzurichten, und schrie die schwerste Frage an den Himmel: Warum, mein Gott? Folter mit tödlichem Ausgang. Eine kleine offizielle Notiz in der Statistik der Mächtigen. Jesus am Kreuz, schwach, ausgeliefert, mit Angst und Schmerzen. Er hat Durst, bekommt keine Luft mehr, schreit: Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Warum lässt du mich so hängen? Auch seine Seele hat ihre Sicherheit verloren. Wir kennen diese Frage alle irgendwie. Nicht erst in dieser Krise, dieser belastenden Zeit. Niemand von uns ist unverletzt. Warum ich? Warum musste das geschehen? Warum so früh? Warum zu spät? Warum, mein Gott? Das Gefühl, dass einen alle hängen lassen. Und du denkst, dass auch dein Ruf nach Gott in der Luft hängt, an einem leeren Himmel. Gott schweigt ewig und drei Tage. Wir kommen nicht darüber hinweg, was dem Leben angetan wird. Wir können die Lücken und Verluste auch dieses Jahres nicht zählen. Warum? Hier ist einer, der mitschreit. Und hier steckt eine große Trostkraft. Er schreit mit uns mit, leidet mit dir mit, fragt, ringt, er hängt da und wir können uns an ihn dranhängen. Jesus weiß wahrhaftig, er weiß, was es heißt, verzweifelt zu beten, Gott möge doch eingreifen und einen anderen Weg finden. Er weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein. Er kennt das Leben mit seinen vielen irritierenden Erfahrungen. Auch die schwere Frage nach Gottes Macht stellt er. Wir finden bei ihm keine schnelle Erklärung, sondern im Nachdenken finden wir zum Staunen und zum Trost. Gott hat auch mit dem Tod zu schaffen. Jesus kennt unsere Tränen, unsere Zweifel. Wir sind nicht allein. Nicht auch, sondern gerade im Schmerz ist Gott nah. Die Zuwendung Gottes findet an Gewalt und Tod nicht ihre Grenze, sondern offenbart sich hier in besonderer Weise. Thank you.
Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Theologe, Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus, schrieb: Der Karfreitag ist der Tag, an dem der menschgewordene Gott, die personengewordene Liebe, umgebracht wird, wirklich stirbt. Der Karfreitag ist nicht nur ein Schlaf, nicht wie der Winter ein Übergangsstadium, nein, er ist wirklich Ende. Ende der schuldigen Menschheit. Und hier kann nur eines helfen, eine Machttat Gottes aus seiner Ewigkeit heraus. Martin Luther King, schwarzer Prediger, Pazifist, Freiheitskämpfer, großer Visionär, Märtyrer, einer, der nicht mit den Wölfen heulte, wusste: There is power in the blood of the Lamb. Und freiwillig übernommenes Leiden hat verändernde Kraft. Claudia Jansen sagt es so: Tausende von Menschen wurden gekreuzigt. Das war die schlimmste Folterstrafe, die sich jemand vorstellen konnte. Der Blick auf das Kreuz heißt: Das ist Gewalt. Und Gott hat diesen so gewaltsam getöteten Menschen nicht im Tod gelassen. Das Kreuz zeigt beides, die Gewaltgeschichte und die Überwindung der Gewalt. Die Befreiung, die Gott angeboten hat, die Messias Jesus präsent ist im Auferstandenen. Und Jochen Klepper, Theologe, Journalist und Liederdichter, schrieb am Karfreitag 1940 in sein Tagebuch: Mein 37. Geburtstag. Was für ein Geburtstagsmorgen, den man inmitten des gedrängt vollen Gotteshauses beginnen darf, an dem man mit der Karfreitagsgemeinde singen darf: O Haupt, voll Blut und Wunden. Dann kamen Frühlingsblumen ins Haus, Hyazinthen, Schneeglöckchen, Veilchen, mit Muße ein feierliches kleines Fastenmahl, abends die Matthäuspassion. Es war wohl einer meiner schönsten, wenn nicht der schönste Geburtstag. Der Gottesdienst, die stille häusliche Feier, die Musik in der Kirche und dieser Geburtstag überhaupt, im Krieg ein Geschenk. Passion, Karfreitag, und du weißt, du darfst leben. Gott ist für dich und du weißt, leben ist ein Wunder. Mitten am Tag zerbricht das Licht in Dunkelheit. Mitten am Tag verlässt der Traum die Wirklichkeit. Mitten am Tag zerspringt der Krug gefüllt mit Wein. Mitten am Tag wirft einer hier den ersten Stein. Mitten am Tag, da kräht der Hahn zum dritten Mal. Mitten am Tag bleibt einem nur die eine Wahl. Mitten am Tag, da liegt das Kreuz auf einem Mann. Mitten am Tag zu Ende, was im Stall begann. Mitten am Tag durchbricht ein Schrei das Himmelszelt. Mitten am Tag, da stirbt ein Mensch für diese Welt. Mitten am Tag zerfällt der Fels in feinen Sand. Mitten am Tag. Die Zukunft liegt in Gottes Hand. Und die dabei standen, verstanden nicht. Und die mit ihm gegangen waren, verzweifelten. Und eine Welt brach für sie zusammen. Dass ein Tod und ein Kreuz Zeichen für die Erlösung sind, für Hoffnung, Neugeburt und Leben, ist für viele schwer verständlich. Ja, eine Zumutung. Auch für die Weggefährten von Jesus damals war es schwer. Aber dann wandelte sich das Kreuz. Aus dem Zeichen der Schande wurde das Zeichen der revolutionären Liebe. Jesus begegnete einigen seiner Vertrauten und sie kamen zu der Überzeugung, dass er lebt. Der gekreuzigte, Gescheiterte war der Geliebte. Er wurde zu Gottes Bild und erhielt göttlichen Rang. Aus Jesus von Nazareth wurde der Christus des Glaubens. Die Geschichten des Schriftstellers Jan-Philipp Zenker haben mich schon oft berührt.
Die Bücher Das Herzen hören, Herzenstimmen zum Beispiel. Mit einer Erzählung aus Birma, Myanmar, habe ich die Passion aufgespürt. Sie hat mich inspiriert, von Hingabe und Wandlung zu erzählen. Ein Kinderheim in Myanmar. Zu Hause für Waisen, für verstoßene Kinder. Ein Mädchen, Shamila, ist fast blind. Ein Junge, Satish, geht an Krücken. Der Leiter des Kinderheims, Arun, ist ein alter Mann mit einem gütigen Gesicht voller Falten. Tanzend bewegt er sich durch die Menge der Kinder. Singend lädt er zum Mittagsgebet, kniet sich auf eine Bastmatte, neben sich eine große Tasse mit duftendem Kaffee. Mit Leichtigkeit schafft er ein Zuhause für diese besonderen Kinder von Familie Mensch. Sein Name Arun bedeutet Sonne. Sein Leuchten kommt von tief innen. Woher kommt er? Wie ist er so geworden? Ein großer, väterlicher Freund der Kleinen. Ob er selbst eine glückliche Kindheit hatte? Aber seine Geschichte ist erschütternd. Als Arun 12 war, kam die Armee ins Dorf. Er hatte einen Bruder, nur ein Jahr älter als er, eine Mama und einen Papa, eine Hütte und ein Feld mit Gemüse. Die Soldaten fackelten nicht lange. Sie klopften an jede Tür und forderten einen Sohn, ohne Mitleid. Sie standen da, sein Bruder, seine Eltern, und dann zeigte seine Mutter auf ihn. In dem Moment bin ich gestorben, erzählt Arun. Eine große, schwere Regenwolke legte sich auf mein Herz. Ich habe mich umgedreht und bin mit den Soldaten mitgegangen. Es gab keinen Abschied. Sein Bruder durfte bleiben, Arun wurde auf einen LKW gestoßen. Ich habe sie alle nie wieder gesehen. Das Camp war im Sumpfgebiet voller Mücken, die Unterkünfte dreckig. Es stank überall nach Exkrementen, Erbrochenem, nach Schweiß und Angst. Viele junge Soldaten starben an Malaria, am Fieber oder bei Kämpfen mit den sogenannten Rebellen. Viele waren noch Kinder. Sie starben an Hunger und Heimweh. Arun hatte keine Gefühle mehr über, für nichts und niemanden. Viele junge Soldaten starben, weil sie auf eine Mine traten, versteckt im Dickicht des Dschungels. Arun meldete sich freiwillig und ging vorneweg, lebensmüde. Sollte es ihn doch erwischen. In seinen Augen sind Tränen, während er erzählt. Aber seine Stimme ist ohne Zorn und Bitterkeit, warm und weich. Woher kommt er? Wie ist er so geworden? Wo ist die schwere Regenwolke geblieben? Er macht seinem Namen doch alle Ehre. Arun, Sonnenschein. Viele junge Soldaten wurden ins Camp gebracht, immer wieder, ein LKW nach dem anderen. Arun hatte Malaria überlebt und Minen, galt als stark und unabhängig. Innerlich war ich tot, es war mir egal. Nachts sah er seine Mutter vor sich und wie sie auf ihn zeigte. Und sah seinen Bruder, der bleiben durfte, und sein Herz verkrampfte sich vor Hass. Aber wie ist er denn geworden, wer er heute ist? Arun, so leicht, so sanft, so liebevoll. Wie konnte er überhaupt überleben? Woher kam die Kraft? Und wie hat er es geschafft, nicht nur davonzukommen, sondern so schön zu werden? Eines Tages kam eine nächste Fuhre, frische junge Soldaten, alle verängstigt. Besonders einer fiel auf, der kauerte sich zusammen in der hintersten Ecke des LKWs und wollte nicht aussteigen. Viele junge Soldaten waren noch keine Männer, aber dieser hier war besonders schmal und klein. In Uniform sahen sie irgendwann alle gleich aus. Aber, meint Arun, dieser Junge rührte etwas an in mir, als müsse ich ihn beschützen. Aber der junge Soldat wich aus, war verschreckt, scheu und ängstlich, als habe er etwas zu verbergen. Einmal waren sie zu zweit unterwegs und Arun erfuhr das Geheimnis des Neuen. Er rutschte im Fluss aus und ich griff seine Hand, die Strömung war stark. Er konnte nicht schwimmen, ich musste ihn greifen und umklammern und dabei merkte ich, er war kein Junge, er war ein Mädchen. Mia Su, sagte sie nur, ich bin Mia Su. Schweigend standen sie sich gegenüber und vereinbarten ohne Worte, dass sie auch weiterhin schweigen würden. Nur nachts trafen sie sich jetzt in der dreckigen Unterkunft und teilten eine Schlafmatte. Und irgendwann, nach vielen Wochen, teilten sie ihre Geschichte. Arun erzählte, wie die Soldaten gekommen waren und einen Sohn gefordert hatten und wie seine Mutter auf ihn zeigte. Und dann erzählte Mia Su, wie die Soldaten zu ihrem Haus gekommen waren und einen Sohn gefordert hatten. Ihre Eltern hatten noch gar nicht verstanden, was da Grausames in ihrem Haus passierte. Sie und ihr Bruder hatten gerade gebadet, zusammen in einer großen Zinktonne, standen versteckt hinter einem Vorhang, lauschten und zitterten. Und dann hatte Mia Su eine Entscheidung getroffen und war schnell in die Klamotten ihres Bruders geschlüpft. Es gab auch für sie keinen Abschied.
Ihr Bruder blieb und sie wurde auf eine LKW gestoßen. An dieser Stelle unterbricht Aaron seine Geschichte immer, um sicherzugehen, dass alle verstanden haben. Freiwillig, versteht ihr? Stellvertretend, aus Liebe. Viele junge Soldaten wurden ins Camp gebracht. Aaron und Miyasu überlebten. Nachts trafen sie sich und teilten eine Schlafmatte. Und so war Aaron so schön geworden, weil sein Hass Miyasus Liebe begegnete. Der Schmerz, wenn er an seinen Bruder dachte, der bleiben durfte, wurde geheilt von Miyasus Güte. Und er spürte ihre Kraft. Freiwillig übernommenes Leiden hat verändernde Kraft. Und diese Kraft wandelte auch ihn allmählich und immer weiter. Und die Regenwolke war der Sonne gewichen. Sehe ich ein Kreuz, höre ich die Geschichte von Jesus von Nazareth, von seinem Leben, seiner Liebe, seinem Sterben, seinem Leiden, seiner Hingabe und seiner Auferweckung, weiß ich. Kein Tod ist gut, aber gut ist die Güte. Die Liebe ist stärker. Stärker sogar als Hass und Tod. Mit dem Anblick des Gekreuzigten wurde immer wieder eine Erfahrung gemacht. Menschen, die das Kreuz sehen, werden bis in ihre tiefen Schichten geheilt. Von Schmerz, Härte, Rachewünschen und Unbarmherzigkeit. Many's the time I've been mistaken, and many times confused, and I've often felt forsaken, and certainly misused, but I'm all right. I'm all right, I'm just weary to my bones. Still you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. So ein schönes Lied. Viele von euch kennen das. Wir wollen etwas tun für den Frieden, die Gerechtigkeit. Wir wären auch bereit, Opfer zu bringen. Manchmal fühlen wir uns ohnmächtig. Die Verbundenheit hilft uns. Das nächste Lied zum Mitsingen ist aus Südafrika, gedichtet von Bischof Desmond Tutu. Güte ist stärker als Bosheit, Liebe stärker als Hass. Licht stärker als Dunkelheit, Leben ist stärker als der Tod. Wir wurden gewonnen von dem, der uns liebt. Goodness is stronger than evil. Love is stronger than hate. Light is stronger than darkness. Life is stronger than death. Victory is ours, victory is ours, through Him who loves.
victory is ours, victory is ours, through him who loved us. Goodness is stronger than evil, love is stronger than hate, light is stronger than darkness, life is stronger than death. Victory is ours, victory is ours, through him who loved us. Victory is ours, victory is ours, through him who loved us. Das Hohelied der Liebe aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Die Liebe hat einen langen Atem und sie ist zuverlässig. Sie ist nicht eifersüchtig, sie spielt sich nicht auf, sie handelt nicht respektlos und sie ist nicht egoistisch. Die Liebe wird nicht jähzornig und ist nicht nachtragend. Sie ist fähig zu schweigen und zu vertrauen. Sie hofft mit Ausdauer und Widerstandskraft. Die Liebe gibt niemals auf. Wir können es auch so für uns hören. Jesus hat einen langen Atem und Jesus ist zuverlässig. Jesus ist nicht eifersüchtig, er spielt sich nicht auf. Er handelt nicht respektlos und er ist nicht egoistisch. Jesus wird nicht jähzornig und ist nicht nachtragend. Jesus ist fähig zu schweigen und zu vertrauen. Jesus hofft mit Ausdauer und Widerstandskraft. Jesus gibt niemals auf. Jesus, der Mensch aus Gott, der Mensch aus Liebe gibt niemals auf. Wunder ist auch die Steigerung von Wund. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir denken an sein Zeichen, das Kreuz, an seinen vierfachen Pfad der Liebe, Gottesliebe, Entfeindungsliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Vier Wege, die sich kreuzen in seinem Leben, in seiner Passion, im Balance, in seiner Person. Jesus zeigt, wie wir uns dem Hass entgegenstellen können, ohne selber zum Hass zu werden. Er wusste, sie können deinen Leib töten, aber nicht dein Licht. Seine Liebe zeigt sich von Geburt an und hört im Tod nicht auf. Jesus hat uns beharrliche, vollbrachte Liebe gezeigt. Das Kreuz wird überliebt. Noch eine Geschichte. Aus Nordirland, erzählt mit einem Lied der irischen Rockband U2. I can't believe the news today. I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long? Nordirland. Ein Land, in dem über viele Jahrzehnte ein Bürgerkrieg herrschte. 1968 spitzt sich die Lage zu. In Belfast eskaliert alles. Banden von beiden Seiten werden gewalttätig. Sie ziehen durch die Straßen mit selbstgebauten Bomben, Fackeln, werfen Autos um, schmeißen Steine in Fenster, Farbbeutel werden geworfen, Reifen zerstochen. Die Lösung am Ende des Tages heißt: abgeriegelte und getrennte Viertel für Katholiken und Protestanten. Hohe Mauern um die Stadtgebiete, Stacheldraht mit kleinen Grenzübergängen. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the dead end street. Ganz schlimm wird es am Sonntag, dem 30. Januar 1972. Diesmal gehen nicht nur Fensterscheiben und Autos kaputt, diesmal werden Menschen getötet. Im großen Tumult ermordet, erschossen, erwischt von einer Bombe, verbrannt, gekillt. Am Ende des Tages, der als der Bloody Sunday, der blutige Sonntag, in die Geschichte eingeht, steht Nordirland unter Schock. Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Hier wächst der Junge auf, von dem wir noch erzählen möchten. Er heißt Drechet. Drechet bedeutet Brücke, dazwischen. Seine Mutter geht jeden Sonntag in die Congregation of the Savior Island Protestant Church und sein Vater in die Messe der St. Mary Roman Catholic Church.
Die Mutter stirbt, als er ein kleiner Junge ist. Dann nimmt ihn der Vater manchmal am Sonntag mit zu den Katholiken. Seine älteren Geschwister, die den Weg der Mutter einschlagen, nehmen ihn manchmal mit in die evangelische Kirche. Er feiert Messe und Gottesdienst. Er mag bei den Protestanten die Lieder, die Gebete, die Geschichten aus der Bibel. Und bei den Katholiken die Bilder, die bunten Fenster, den Duft von Weihrauch, die Feierlichkeit. Aber eigentlich glaubt er das alles nicht. Wie kann man sich so widersprechen? Beide sind doch christlich, beide folgen doch Jesus nach. Das ist doch total unglaubwürdig, scheinheilig. Das ist doch nicht Gott, der würde doch niemals Bomben werfen. How long must we sing this song? How long, how long? Er heißt Rechet dazwischen und so fühlt er sich auch, total zerrissen. Er gehört auf keine Seite, sein Vater, er liebt ihn, seine Geschwister, die liebt er auch. Er fühlt sich ihnen nah, nur Gott fühlt er sich überhaupt nicht nah. Der ist doch irgendwie schuld an diesem ganzen Chaos. Rechet beginnt nachzuforschen. Der Konflikt hatte schon im 12. Jahrhundert angefangen. Engländer eroberten Land, Irland war katholisch. Im 16. Jahrhundert kamen noch mehr englische Ritter, die waren in der Mehrheit Protestanten. Irland wurde britische Kolonie, jetzt hatten die Briten das Sagen. Irland wurde unabhängig, aber Nordirland nicht und es wurde unfair. Bei Jobs wurden die Protestanten bevorzugt, Engländer, Briten, bei Wohnungen und überhaupt. Es gab Ressentiments, Diskriminierung, da begannen die Unruhen. Demonstrationen, Protestmärsche und schließlich war alles explodiert. Drechet würde gerne Gott vertrauen, aber Gott in Nordirland ist entweder einseitig oder brutal oder ein Versager. The trench is stuck within our heart. And mothers, children, brothers, sisters torn apart. How long must we sing this song? How long? Da kommt U2 nach Nordirland, die Band gibt ein Konzert. Drechet ist ein Fan, er mag die Musik. Das Konzert ist beeindruckend. Irgendwann läuft Bono auf der Bühne von links hin und her nach rechts, immer wieder, verfolgt von einem Scheinwerfer. Show, denkt Drechet. Aber er fühlt noch etwas anderes. So bin ich, zerrissen, dazwischen. Und dann wird es still. Bono kündigt das nächste Lied an. Es hat den Titel Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday. Und Bono sagt, ich bin Ire, ich bin ein Rockstar. Ich glaube an Gott. Ich stehe auf keiner Seite. Meine Mutter war Katholikin, mein Vater Protestant. Ich stehe nicht auf einer Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied mögt. Ich singe es gegen das Töten auf beiden Seiten. Und er singt. And the battle's just begun. There's many lost, but tell me who has won. Der Krieg hat gerade erst begonnen und wir haben schon viel verloren. Sagt mir, wer hat überhaupt irgendetwas gewonnen? Drechet ist fasziniert. Und dann sieht er etwas. Es ist ganz einfach, aber es überwältigt ihn. Der Scheinwerfer geht weiter von links nach rechts und dann in den Himmel und wieder nach unten auf die Bühne. Von links nach rechts und von oben nach unten. Und so entsteht ein Lichtkreuz. Bühnenshow. Von links nach rechts, von oben nach unten. Und um ihn herum murmeln die Leute, Jesus. Und er denkt, ja, das stimmt. Auf der einen Seite sein Vater, wenn er betet, ist er ihm nah. Auf der anderen Seite seine menschlichen Geschwister, wir, wenn er betet, ist er auch uns nah. Am Kreuz hängt er dazwischen, nicht auf einer Seite. Er verbindet die Seiten. Jesus, so menschlich und so göttlich, dazwischen, so heilig und so nah, Drechet eine Brücke. Verhaftet, verhört, gefoltert, gekreuzigt, der Herr und das Opfer, beides dazwischen. Später sagt Drechet, Versöhnung hat mich gefunden an diesem Abend. Und mehr noch, ich weiß jetzt, dass mein Name eine Aufgabe ist. Ich will selber eine Brücke werden und die Gegensätze verbinden. How long must we sing this song? How long, how long? Der Konflikt wird offiziell beendet mit dem Karfreitagsabkommen, entsprechender Name. Am 10. April 1998. Zwar gab es danach auch noch einzelne Gewalttaten, sie fanden aber keine Unterstützung in der Bevölkerung und eskalierten nicht mehr. Mit Drechet gesagt, auch nach Karfreitag sind wir selber gerufen, eine Brücke zu sein. Er gab uns zu tun, Jesus von Nazareth, und er gibt uns zu tun. Gott versöhnt uns, damit wir versöhnen. Die göttliche Liebe liebt uns, dass wir liebevoll, dass wir Liebende sind. Singen wir noch einmal. Gott ist die Liebe.
Gott ist die Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Gott ist die Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Gott ist die Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Deine Passion, Gewalt hast du stets abgelehnt. Liebe war deine Passion, statt Ehre und Reichtum hast du dich nie gesehnt. Liebe für den, der schreit vor Hunger und Durst nach Barmherzigkeit. Liebe, die das Herz berührt, die es heilt und zum Leben führt. Danke, dass ihr dabei wart an diesem Karfreitag 2021. Danke, dass du dabei warst, Michael. Wenn ihr mögt, besucht doch noch unseren Webshop, denn dieses Programm Leidenschaft Leben gibt es auch als CD mit Michael und einem Chor. Und dort gibt es auch Tickets für dieses Live-Konzert heute Nachmittag, heute Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Wenn es euch gefallen hat, kauft doch eins. Den Preis könnt ihr selbst festlegen. Den Link zum Webshop findet ihr auf dieser Seite weiter unten. Und dann wünschen wir ein fröhlich, trotziges Osterfest und wir freuen uns sehr auf unser Wiedersehen. Adieu. Ciao.
die Liebe. Wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist die Liebe, gebt euch ohne Furcht. Thank you.
Goodness is stronger than evil. Love is stronger than hate. Light is stronger than darkness. Life is stronger than death. Goodness is stronger than evil. Love is stronger than hate. Light is stronger than darkness. Life is stronger than death. Victory is ours, victory is ours, through Him who loved us. Victory is ours, victory is ours, through Him who loved us. Ooh. Goodness is stronger than evil. Love is stronger than hate. Light is stronger than darkness. Life is stronger than death. Victory is ours, victory is ours, through Him who loved us. Victory is ours, victory is ours, through Him who is stronger than evil. Love is stronger than hate. Light is stronger than darkness. Life is stronger than death.